Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir müssen gucken, wer den besten Monster Truck auf der ganzen Welt baut mit Steiner Skill und iCrimex. Und heute schauen wir, wer 500 Euro heute gewinnen wird, Leute. Es wird auf jeden Fall mega, mega lustig. Wir werden Challenges noch absolvieren mit dem Monster Truck. Welcher nach am Ende ist, schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Lasst mir gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn ihr von mehr sehen wollt. Bei 10.000 Likes kommt die nächste Folge. Und checkt auf jeden Fall noch mein Merch aus, Freunde. Links in der Beschreibung. Und jetzt Abfahrt. Alles klar, Freunde. Wir werden jetzt den heftigsten Monster Truck auf der ganzen Welt bauen. Wir fangen erstmal natürlich wieder an mit unserem Sitz. Also erstmal alles ganz entspannt. Wir machen den auch nicht so gepanzert, weil Monster Truck muss nicht gepanzert sein, Freunde. Ihr seht ja, die Reifen und so, die sind ja alle noch relativ weit auseinander. Wir fangen jetzt auch erstmal wieder an mit unseren Rahmen, dass die relativ easy gesetzt werden. Ich würde mal sagen, hier kommen so ein paar Rahmen ran, am besten auch hier vorne. Pass auf, wir machen hier wieder ganz so zack, ein Rahmen. Da müssen wir anscheinend nochmal kopieren. So, zack, der nächste Rahmen. Dann machen wir das Ganze nochmal zweimal so nach vorne. Okay, dokay. Und hier hinten natürlich wieder. Einmal ganz kurz so und so und noch mal ganz kurz hier, zack und zack. Und jetzt werden wir gucken, dass wir die Reifen und so richtig, richtig heftig bauen werden. So, und jetzt nochmal ganz kurz, zack, genau, perfekt. Ich glaube, das sollte jetzt so vom Abstand her eigentlich ganz in Ordnung sein. Vor allem, wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz wieder unsere Lenkscharniere hinbauen. So, zack, den Monster Truck Reifen wieder auch ranmachen. Der muss natürlich auch erstmal ordentlich passen, genau. Das heißt, das Ganze auf der Seite jetzt auch nochmal hier wieder mit den Lenkscharnieren. So, zack, Lenkscharnier dran und Monster Truck Reifen. Okay, ich glaube, so von der Breite her sollte das eigentlich ganz gut gehen. Also es ist wirklich ein richtig heftiger Monster Truck, Freunde. Also der ist auf jeden Fall echt ordentlich am Start. Vielleicht, doch, das geht auch, das geht eigentlich. Wir müssen aber für unseren Sitz noch ein bisschen weiter nach hinten machen. Ich denke mal, so eine kleine Grundlage wird hier auch auf jeden Fall gebraucht. Das heißt, hier machen wir jetzt erstmal ganz kurz die Teile so hin. Auf der anderen Seite natürlich noch genauso. Das heißt, hier kommen die auch wieder ran. Die kopieren wir natürlich auch jetzt, zack, zack, so, Freunde. Und dann in die Mitte das natürlich auch nochmal machen. Das wäre jetzt, ey, warum ist denn das jetzt verschoben hier? So, warte, ganz kurz so ranmachen hier. So, wieder ordentlich dran. Das heißt, das hauen wir jetzt auf jeden Fall auch wieder jetzt hier ran, Freunde. So, dann nochmal wieder kopieren, wieder ranmachen. Okay, und dann wird jetzt auf jeden Fall gleich hier der ganze Boden gebaut, weil wir wollen natürlich auch eine ganz gute Grundlage haben, so dass wir natürlich auch mit dem Monster Truck auch ordentlich fahren können. Also unten auf jeden Fall schon mal alles glatt gemacht. Das heißt, es ist hier nur noch ein bisschen, ja, das Ganze ausfüllen. Zack, 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 zack und zack. Ja, ich muss sagen, dieses Kopieren, Freunde, das liebe ich einfach, ne? Das nimmt einem immer so viel Arbeit ab. Und jetzt haben wir schon mal, zack, die ganze Grundlage hier schon mal geschaffen. Also, ja, es sieht natürlich jetzt noch nicht so aus wie so ein heftiger Monster Truck. Wir können natürlich auch noch ganz kurz hier vorne so ein bisschen so einen Motor raufhauen. Wir brauchen natürlich auch noch so einen Motor, Freunde. Das habe ich auch ganz vergessen. Das heißt, hier kommt auf jeden Fall mal ganz kurz wieder der Bulldog-Motor. Den müssen wir noch einmal ganz kurz hier so zack drehen. Und dann wird auch wieder kopiert, 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 kopiert. Und hinten kommen auf jeden Fall die Drachendüsen, würde ich sogar sagen. Das heißt, hier so wird nochmal geguckt. Das heißt, so, das Teil wird so gedreht und dann wird das Ganze auch wieder kopiert, 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 kopiert. Okay, gucken wir jetzt mal ganz kurz, ob das Ding schon fahren kann, weil... Oh. Okay, es ist in Ordnung. Ich muss sagen, ist vollkommen in Ordnung, fertig gut und ich denke mal, wir hauen das ganze Teil jetzt hier richtig, richtig rein. Das heißt, wir machen jetzt ganz kurz die Teile so hier hin, kopieren die auf jeden Fall wieder zweimal, ja, das sieht man, oh, das passt sogar perfekt dann. Das heißt, das kopieren wir wieder nach drüben, machen das auf der Seite genauso, kopieren das jetzt auch hier wieder so hin. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal diesen Bereich ein bisschen abgedeckt und wir können jetzt hier sogar ganz kurz, wenn wir das auch wieder schlau machen, können wir das sogar so machen, dass wir das vorne dann so ausfüllen. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Das müssen wir auch noch ganz kurz hinten machen, Freunde. Und das können wir sogar eigentlich kopieren, oder nicht? Okay, kopieren konnte ich das leider nicht, aber irgendwie sieht das jetzt auch nicht gerade aus oder so, ne? Bin ich irgendwie blöd, Freunde? Oder warum sieht das nicht gerade aus? Das macht irgendwie gar keinen Sinn, das ist doch irgendwie... Hä? Warum sieht das denn schief aus? Okay, ich habe die Lösung hinbekommen. Ich habe das anscheinend irgendwie ein kleines bisschen verschätzt. Aber, Freunde, natürlich kein Problem. Wir hauen jetzt erstmal hier das ganze Teil wieder nach oben. Das bedeutet, wir machen jetzt hier so ein paar Schrägen wieder rein. Wir müssen natürlich auch oben irgendwie das ein bisschen noch abdecken, Freunde. Ich würde mal sagen, da machen wir das so, dass wir jetzt hier ganz kurz, ich würde sogar sagen, ja, warte. Können wir das auf der Seite theoretisch auch einfach genauso machen, Freunde. Das heißt, hier haben wir jetzt ganz kurz hier oben drauf, so, genau, und drehen das Ganze, oder ein bisschen weiter noch hier, genau, warte, so. Und jetzt, zack, kopieren.
kopieren. Und schon sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus, Freunde. Wir müssen das jetzt natürlich nur ganz kurz hier so dieses kleine nochmal ranmachen. Das ist hier so und dann kopieren, 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 damit das nochmal ein bisschen hier oben geschlossen wird. Auf der anderen Seite dann genauso. Zack, zack, zack. Und dann kommt in der Mitte nochmal ganz kurz, warte, so das Ding wird kopiert und dann zack. So, also mehr oder weniger ist das Ding noch nicht fertig. Also ist noch nicht fertig, Freunde. Dingens, kein Stress. Aber wir hauen jetzt auf jeden Fall schon mal die Platte hier gerade einfach oben drauf, damit wir, wie ihr jetzt hier schon sehen könnt, ein bisschen mehr abgedeckt haben. Geht das auch mit dem Motor, Freunde? Oh nee, das geht gar nicht, ne? Hier müssen wir also hinten so eine kleine Erhöhung haben, was aber auch kein Problem ist. Ich muss sagen, das ist kein Problem. Da machen wir aber dann diese anderen Platten drauf. So, oder warte mal, wir machen das so, dass wir das jetzt hier so ran machen und dann nochmal ganz kurz ein kleines Teil hier hin. Okay, das hinten geht leider nicht. Da müssen wir es nochmal ein bisschen erweitern. Das ist aber auch kein Problem, Freunde. Das heißt, hier kommt nochmal ganz kurz so ein Zweierding ran und dann noch eins und dann geht das hier rüber, nochmal rüber und dann wird es nochmal in die Richtung so kopiert. Okay, das heißt, hier haben wir jetzt das schon mal ein bisschen abgedeckt und jetzt kommt so eine kleine Plattform hier rüber. Das Ganze wird auch nochmal so gemacht. Das wird dann quasi unser Spoiler sozusagen. So, das heißt hier, das Ganze geht auch nochmal hier rüber. Und dann machen wir nochmal ganz kurz über das Ding jetzt hier ein ganz kleines Dach. Okay, so, unser Monster Truck, ist mehr oder weniger ein bisschen komisch geworden, muss ich sagen. Also, wir machen auf jeden Fall jetzt nochmal ganz kurz die Aerodynamik-Sachen. Das ist nochmal, was nochmal so ein bisschen was ausmacht. Das heißt, hier kann man schon sehen, dass diese Teile hoffentlich ein bisschen was ausmachen werden, Freunde. Ich kann es noch nicht so genau sagen. Ich denke mal, wir machen dafür erstmal, kann man ja auch noch ganz spitze Teile nehmen, irgendwie. Nee, nicht ganz. Dann nehmen wir lieber diese hohen Teile. Die kommen dann hier oben einmal ganz kurz ran. Die werden jetzt auch alle, oh, die werden jetzt alle ganz kurz hier ran gemacht. Am besten auch noch so genau hier ran gemacht. Und dann werden die ganzen Teile hier lang kopiert. So, zack, 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 zack. Okay. Und dann geht das Ganze nochmal in die Richtung. Aber jetzt wird das umgedreht. Das heißt, hier drehen wir das ganze Teil um und machen das so. Und dann geht das hier quasi mal unten dran, dass wir eine richtig, richtig coole Optik hoffentlich haben. Also irgendwie sieht das noch nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Also die andere Seite sieht jetzt auf jeden Fall auch nicht unbedingt besser aus, Freunde. Vielleicht, wenn man das Ganze nochmal so hier unten dran macht, könnte es vielleicht auch noch gehen. Kopieren wir das Ganze jetzt auch noch ganz kurz hier auf diese Seite, Freunde. So, und dann, ja, ist unser Monster Truck auf jeden Fall echt ein sehr, sehr merkwürdiges Objekt, muss ich sagen. Also ich weiß auch nicht, was ich mir jetzt gerade hier dabei gedacht habe, ne? Es fing so gut an, Freunde. Es fing wirklich sehr, sehr gut an. Ich glaube, mein Monster Truck ist mir nicht so gut gelungen. Jetzt müssen wir es noch irgendwie retten. Komm, wir haben jetzt hier noch ein paar Kegel drauf, Freunde. So, hier ein paar Kegel noch machen. Dann geht es hier wieder in diese Richtung. Oh, die werden auf jeden Fall nicht so. Zack, hier ein paar Kegel rüber, Freunde. Sieht auf jeden Fall, ich weiß, sehr komisch aus. Aber ich probiere gerade so ein bisschen meinen Monster Truck zu retten, um einfach zu sehen, was die anderen dann haben. Weil ich glaube, Philipp seiner ist dann auch nicht so heftig. Okay, das sieht auf jeden Fall echt ein bisschen komisch bis jetzt aus, ne? Also meiner sieht echt komisch aus, Freunde. Guck mal, dann müssen wir noch ganz kurz hier den Rahmen hinten zumachen. Dass wir jetzt sagen, wir hauen jetzt hier so das Teil jetzt so ran. Genau, das heißt, hier kommt das Ding. Bob wird das alles dann verdecken. Auf der anderen Seite genauso. Und dann brauchen wir noch hier einmal ganz kurz so ein kleines Zweierteil, damit auf jeden Fall auch der Motor bedeckt wird. Alles klärchen, ey! Unser Monster Truck sieht echt wirklich scheußlich aus. So Leute, die Zeit ist vorbei, wir sind fertig. Ich habe mich gerade noch unnormal beeilt. Also ich finde, man sollte hier bei dieser Halfpipe rüberspringen können, mit dem Auto, ohne dass es kaputt geht. Dann, weißt du was, Stani, fang du doch einfach mal an. Ich würde sagen, ja, okay. Oha. Oh. Oha. Das ist mein Monster Truck. Oh, sieht schön aus. Er hat ja diese Anker vorne eingebaut, habe ich auch gerade, ne? Mit Farbkombi sogar. Rot, grün, gelb. Oh. Oha. So, und jetzt zeige ich euch, wie ich da rüberspringe. Ja, pass auf. Nein, warte, noch nicht. Erst jeder sein Auto zeigen. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall mein Auto hier. Also ich finde optisch, Brox, was sagst du? Ist doch schon mal nice. Ist auf jeden Fall, also ähnelt einem Monster Truck, muss ich sagen. Also ich muss auch sagen, ist ein 1A Monster Truck, finde ich stark. Ist cool. Vielleicht ein einziger Punkt, was ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte, wäre vielleicht ein bisschen mehr so, wenn du dich überschlägst, so Schutz wie so ein Überrollkäfig oder so. Weißt du, aber du wirst gleich sehen, der hat genug Schutz. Der hat gepanzert, alles rum und dran. Da passiert gar nichts. Okay. Dann würde ich sagen, so, ey, weißt du was, ich hole jetzt einfach mal meinen her. Ja, hol du mal deinen her. Das Beste kommt dann zum Schluss. Oha. Das ist ein Monster Truck, Jungs. Das ist ein Monster Truck.
Ja. So. Ja, also ich will nichts sagen. Auch, ich habe natürlich ja auch alles gefedert so. Ich habe auch vorne zwei Kanonen noch eingebaut, falls man mal irgendwie durch Gelände fahren muss, wo nicht so gut zu durchdringen ist. Ja. Überrollkäfig hat er auch. Hinten ist noch so ein Magnetding hier in der Mitte eingebaut. Da kann man magnetische Teile mit ansaugen. Jo. Und hinten habe ich auch noch diese Ankerding dran. Natürlich auch Lichter und so. Ey! Also, er fährt sich ja ganz gut, muss ich sagen. Ja, guck mal, der hat auch vier Motoren eingebaut. Zwei Motoren und zwei Düsenjets. Oh. Federung ist geil, aber hier mit Schüsse und so, finde ich, das muss nicht sein beim Monster Truck. Ja, es war so, ich habe mehr so an Gelände gedacht, weißt also, du, aber ich mache auch mal eine Testfahrt mit deinem, eine Spitzfahrt. Ja, ich muss sagen, Digga, ist ein bisschen langsam, ja. Fährt sich ganz gut. Stadis Auto gepanzert. Stadi, ich hab deinen geschrottet. Es tut mir leid, Bro. Schade, dass mein Auto kaputt fährt. Hey, warum ist meiner jetzt zweimal hier? Ich bin außerdem gespawnt. Okay, Brox, dann zeig mal jetzt noch deinen Trax-Truck. Also, Brox hat wirklich einen richtigen Trax-Truck gebaut. Ein Trax-Truck. Okay, Jungs, also... Ey, das ist, also für mich, sag ich dir ehrlich, diesmal sehr schlechte Leistung von dem Brox. Ich war wirklich, ich war eingerostet, würde ich sagen. Ich war wirklich eingerostet. Zeig mal her dein Schmutzding. Ich hab ein bisschen Digga, was soll das sein? Zu groß gedacht. Das Ding ist, ich hab mir erst die Grundfläche gebaut und so. Und dann dachte ich, jetzt machst du ihn halt richtig heftig, ne? Also optisch absolut hässlich. Absoluter Müll, Digga. Wir müssen das auch kein Monster Truck, sag ich ehrlich. Vor allem, du hast nicht mal eine Federung eingebaut. Der bricht ja direkt auseinander, wenn da Hindernisse kommen. Ich wusste nicht, dass man eine Federung bauen kann. Du hast ihn ja nicht mal höher gesetzt. Weißt du, Gianni und ich, wir haben clever gedacht. Wir haben höher gesetzt, so weißt du? Irgendwo das Ding, das kann ja ein bisschen was. So hier, hui. Und es bricht auseinander. Nee, das Ding ist gepanzert. Ihr sagt ja, aber das Ding hier ist gepanzert. Okay. Also keine Ahnung, sieht irgendwie aus wie ein Zug, aber kein Auto, Alter. Leute, also entscheidet ihr selbst, was euer optisch am besten findet. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum Test. Und zwar werden wir erstmal testen, wer überhaupt über diese Halfpipe kommt. Und dann, Leute, machen wir noch einen Test durchs Wasserfahren, durch diesen kleinen Fluss da hinten. Okay. Ich würde sagen, Stani, fang du an mit Test 1. Ich fang an, easy peasy, Leute. Okay, muss rüberfliegen, okay. Oh, okay, jo. Okay, und? Und, landet er gut? Die Balance stimmt auch, schön gefedert. Und ja, ey, also ein Reifen fliegt ab. Ein Reifen ist geplatzt, ja, war ich zu hoch. Ganz ehrlich, ja, dafür, ich finde es okay, ist gut, bestanden. Also du würdest es auch schaffen ohne Reifenplatz, ich bin zu hoch geflogen, deswegen. Ja, alles gut, jetzt machen wir, ich werde auch Fullspeed machen. Okay. Oh. Okay. Ja. Ey, wie kann man boosten? Nee, warte, wie kann man boosten? Leertaste. Leertaste, du schießt auf 1. Auf Leertaste schieße ich. Ja, das ist dasselbe. Deswegen baut man entweder Boost oder Schuss rein. Achso, okay, nee, warte, da muss ich einfach gedrückt halten. Ich dachte nur gerade, okay. Ja, ja. Aber magst du schon mal nicht rüberkommen? Sehr schlecht. Nee, hallo, weil ich nicht geboostet habe. Sehr schlecht. Es ist geplant. Jo, perfekt, ja. Sehr gut. Ich fahre jetzt mal im Auto. Das kann hochfahren. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber das kann drüber fahren. Es schafft sie mal. Ist das Bockwurst-Auto da? Oh nein, oh mein Gott. Wow. Warte. Ey, das ist mein Breakdance-Mobil. Also Brox komplett gescheitert. Jungs, das ist... Okay, also ich würde sagen, Stani kriegt 3 Punkte, ich krieg 2 Punkte und Brox kriegt 1 Punkt. Der Ehrenpunkt. Digga, das war nix gewesen. Aber Leute, es gibt ja noch eine zweite Challenge. Und zwar... jetzt noch durchs Gelände fahren. Vielleicht schneidet Brox da ja besser ab mit seinem Wurstauto. Ja, okay, durchs Gelände fahren, ja. Das ist natürlich... Backflip. Sag... Oh. Zeig mal, wie ihr durchs Wasser fahren könnt, Jungs. Guck mal, pass auf, Digga. Ja, wow. Ja. Vom Aussehen her gefällt mir Max' Auto am besten, kriegt aber dicke Minuspunkte, weil man nachträglich noch was entfernt haben muss. Das muss man einfach bestrafen. Okay. Und deswegen bin ich für... Also Brox brauche ich gar nicht, weil die werden heute nicht einziehen. deswegen finde ich mein Auto am geilsten. Okay. Und ich habe auch gewonnen. Der Meinung schließe ich mich an. Optisch fand ich halt meinen auch am stärksten so. Sieht am ehesten aus wie ein Monster Truck. Aber funktionsmäßig hat Stanis am besten abgeschnitten. Und Brox, Digga. Ja, den brauchen wir nicht reinziehen. Meinung kann ich nur teilen. Ey, Jungs, lass mal diesen Stream-Sniper noch kaputt machen. Lass ihn mal der hat auch einen Monster Truck gebaut. Nee, der hat das ist Blaupause. Achso. Lass ihn kaputt machen. Ey! Boah, der user-starke Auto. Raus aus unserer Lobby. Ich hab ihn! Ja, woo! Jetzt, ich fahr rein, Digga. Das soll auf jeden Fall voll ein Video gewesen sein. Wenn sie gefallen hat, dann gerne ein Like und ein Abo da. Check mir für einzelne Mal Videos aus. Einfach draufklicken, check mir doch mal Merch aus und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.